Dachtet ihr, dass es Spieletitel gibt, die vielleicht ganz gut euer Sexualleben beschreiben könnten? Viel Spaß mit dem Video. Hallo ihr Menschen und herzlich willkommen. Fettes Like erstmal für euch, dass ihr immer wieder reinschaltet. Ich meine, es ist wirklich nicht ganz selbstverständlich, denn ich muss wirklich sagen, es ist halt wirklich hier noch sehr am Anfang und ich möchte auch mit euch zusammen diese Show mit oder weiterentwickeln, denn ich habe mir zwar schon grundsätzlich natürlich Ideen oder beziehungsweise Gedanken darüber gemacht und alles, aber dass es natürlich von Anfang an nicht perfekt ist, das ist klar. Und vor allen Dingen, wenn man halt wirklich so komplett low budget produziert, wie halt die meisten YouTuber, was eben auch einfach notwendig ist, weil naja, man verdient mit YouTube einfach keine Zehntausende Euro im Monat. Das ist, kannst du vergessen. Ja, deswegen bin ich auch immer ganz froh, wenn ihr mir unten in die Kommentare Ideen schreibt, über was man denn ein Video machen könnte. Ich bin sowieso total gespannt, was ihr da so alles reinschreibt. Bitte, falls ihr Ideen habt, die witzig sind, ne? Immer schön runden unten da rein, da, ne? Also deswegen gibt es heute aber etwas, worüber ich auf jeden Fall reden möchte mit euch. Und zwar Spieletitel, die deine Sexualpraktiken beschreiben. Und ich muss wirklich sagen, als ich die gefunden habe, muss ich schon sagen, musste ich wirklich eine Menge lachen und habe mir auch so gedacht, erstens, wer kommt auf sowas? Zweitens, das hätte ich sein können. Und drittens, meine Güte, darüber muss ich auf jeden Fall ein Video machen. Ich habe das auf BuzzFeed gefunden, kennt ihr wahrscheinlich auf jeden Fall, wenn nicht, dann schaut es euch auf jeden Fall mal an, da gibt es eine Menge witzige Sachen. Naja, fangen wir einfach an. Alone in the dark, wenn dein Date mal wieder nur dein Laptop ist. Ich sehe vor mir einen traurigen 16-jährigen Jungen, der leider Gottes schon wieder feststellen muss, dass er keine Freundin hat, aber dafür zwei Hände. Und seine Eltern sind nicht daheim, es ist dunkel. Es ist 23 Uhr abends und so sitzt er in seinem dunklen, dreckigen Zimmer, wo links und rechts die Silhouetten von Chipstüten zu sehen sind, im Schein des Glanzes des Laptop-Bildschirms. Und langsam führt er seine Hand in seinen Schritt. Und den Rest kennt ihr. Deswegen, also man muss ja jetzt hier auch nicht ausführlich werden. Also, ne? Pokémon, schnapp sie dir alle. Hey, ich habe den wirklich schon oft gebracht. Jetzt vielleicht nicht in Videos, aber so im Real Life. Und irgendwie fand den nie jemand außer mir witzig. Und ich fühle mich extrem bestätigt. Wirklich, in meinem Ego, tief in meiner Seele drin, fühle ich mich extrem bestätigt, dass es scheinbar doch jemanden gibt, der das genauso sieht wie ich. Der Goat-Simulator. Wenn deine Freundin mal wieder eine Ziege ist. Ich muss, warum muss ich mir gerade vorstellen, wie sich ein Kerl einen von der Ziege lutscht? Oh Gott. Ich will mir das überhaupt nicht vorstellen. Das ist eklig. Das ist wirklich eklig. Warum muss ich mir das vorstellen? Habt ihr schon mal Ziegen gefüttert, so in einem Tierpark oder so? Die kommen dann immer so, machen so die Lippen so. Und dann kommen sie nur mit ihrer Zunge so. Und die ist halt echt lang, also die ist deutlich länger als bei mir. Die ist so verhältnismäßig, wird die so bis hier gehen. So. Das ist, boah Gott, bitte nicht. Warum muss ich mir mal alles bildlich vorstellen? Das ist wirklich, Leute, es ist wirklich ein Fluch. Wenn ihr das auch habt, dann sollten wir diese Fähigkeit, sich alles bildlich vorstellen zu können oder die neurotische Veranlagung, es zu müssen, sollten wir Clemenceritis nennen. Deswegen schreibt mir mal bitte in die Kommentare, ob ihr auch unter Clemenceritis leidet. Day of the Tentacle. Wenn mal wieder Spielzeug dabei ist. So ein alter Gummidildo. Oh Gott, ich glaube, es ist wirklich nicht schön, ein Mädchen zu sein, wenn man meine Videos guckt. Es tut mir wirklich leid. Final Fantasy, wenn selbst Tinder kein Match mehr ergibt. Oh Gott, das muss ich jetzt nichts zu sagen, oder? Splinter Cell Double Agent, wenn du mehrgleisig fährst. Das Schlimme ist, Leute, dass ich wirklich von diesen
von diesen, wie viel sind es jetzt? Von diesen 6 Spielen, die ich bisher erwähnt habe, 4 gespielt habe. Das macht mir irgendwie Angst. Ich dachte immer so viel habe ich eigentlich überhaupt nicht gespielt in meinem Leben. Und dann muss ich immer wieder feststellen, dass meine Karriere als Hobby-Gamer doch schon mittlerweile über 10 Jahre läuft. Und dann merke so, wow, das ist doch schon eine Weile. Naja, eigentlich so ungefähr, eigentlich ziemlich genau 10 Jahre angefangen. Was war euer erstes Spiel, was ihr aktiv gespielt habt? Mein erstes war auf jeden Fall Tomb Raider 2. Aber nicht 97, als es rauskam, sondern deutlich später, so 2007 erst. Angefangen hat es aber so wirklich aktiv 2004. Und zwar im Dezember 2004 mit Need for Speed Underground 2, wo mir auch übrigens schon eine Menge Leute geschrieben haben, dass ich das mal auf dem Let's Play Channel spielen soll, was ich mir wirklich auch schon überlegt habe, aber ich weiß nicht, mögt ihr Rennspiele? Bei voll vielen Leuten kommen Rennspiele nicht an, aber ich muss wirklich sagen, Need for Speed Underground 2 ist das beste Rennspiel, was EA je gemacht hat. Auch wenn es schon uralt ist, wenn man die Grafik mit ein paar Grafikmods aufpeppt, dann ist das heute noch absolut zu gebrauchen. Und das ist wirklich heftig, also das ist wirklich stark. Und deswegen bin ich mir wirklich ganz hart am Überlegen, ob ich es nicht machen soll. Aber dazu auch mal bitte eure Meinung unten in die Kommentare. Würdet ihr es gerne sehen? Ja oder nein? Bitte abstimmen. Aber weiter im Text. Alarmstufe Rot. Wenn du vor nichts mehr zurückschreckst. Call of Duty Advanced Warfare. Wenn du technischen Ehrgeiz entwickelst. Minesweeper. Einmal im falschen Loch und du hast eine hängen. Oh Gott. Nein. 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 Nein, echt nicht. Also ich würde so gerne gerade einen Kommentar dazu geben, aber der ist absolut nicht jugendfrei und Max Payne für alle 50 Shades of Grey Leser. Half-Life 3, wenn du dein Leben lang vergeblich wartest. Tja, das ist leider wahr. Das ist die Geschichte von Half-Life 3. Wenn ihr diesen Witz versteht, dann könnt ihr euch sicher sein, dass ihr ein eingefleischter Gamer seid. Super Smash Bros. Wenn es auch mal eine Orgie sein darf. Ich will es gar nicht wissen. Leute, ich will wirklich, wahrscheinlich denkt ihr euch auch beim einen oder anderen, ja, das trifft auf mich zu, aber ganz ehrlich, ich will eure Sexualpraktiken nicht wissen. Es ist völlig okay, wenn ich meine kenne, weil das verstört mich schon genug. Ja, muss ich nicht auch noch eure kennen. Need for Speed, wenn es einfach mal wieder zu schnell vorbei ist. Ja, das ist, deswegen sage ich auch, das ist wirklich, deswegen war Need for Speed Underground 2 wirklich das beste Spiel, was EA, oder das beste Rennspiel, was EA jemals gemacht hat. Damals war das noch völlig in Ordnung, damals waren die noch richtig gut. Ich bin damals mit Need for Speed Underground 2 eingestiegen, habe dann auch noch Most Wanted gezockt, das war auch noch sehr gut. Aber ab Need for Speed Carbon ging es dann schon wieder echt abwärts und seitdem wird wirklich gefühlt stetig so. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich finde es schön, dass hier Sexualität und Game, die Spielebranche, vereint wird in einem großen künstlerischen Beitrag. Und mir liegt das wirklich sehr am Herzen und ich finde das wirklich kulturell wertvoll. Deswegen würde ich gerne dieses Video unter Kulturschutz stellen. Ne? Also falls das mal irgendjemand löschen sollte, kann ich immer mit meinem Veto kommen und sagen, hier, das ist kulturell wertvoll. Leute, vielen Dank übrigens mal wieder natürlich, dass ihr euch das mittlerweile wirklich auch schon wirklich täglich gebt. Ich weiß, wie gesagt, es ist nicht perfekt, gebe ich vollkommen zu. Deswegen bin ich auch wirklich immer sehr gespannt auf eure Verbesserungsvorschläge und alles, was ihr so schreibt, damit wir einfach diese Show stetig verbessern können. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Hier rechts findet ihr noch alle Social Media Kanäle, die ich euch auf jeden Fall empfehlen kann. Vor allen Dingen Instagram und so weiter. Ist auf jeden Fall wirklich gut, wenn ihr ein bisschen was von mir mitkriegen wollt, noch so aus meinem normalen Leben. Wenn ihr jetzt auf mein Gesicht klickt, also hier auf dieses Fenster, dann kommt ihr zum Gaming Channel. Wenn ihr jetzt hier klickt, dann kommt ihr zur letzten Folge und hier kommt ihr zur nächsten, sobald sie online ist. Wir sehen uns dann bald wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein, ciao, bis morgen.